Servus zusammen und herzlich willkommen bei Du bist genial. Und am Anfang wünsche ich euch ganz viel Frieden und Segen und eine schöne Zeit. Mir ist ein Malheur passiert. Und zwar, wenn ihr den Kanal schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich ein entschiedener Gegner davon bin, Alkohol zu trinken. Wobei man natürlich sagen muss, wenn jetzt jemand das in geringem Maße trinkt, das ist was anderes. Aber generell empfehle ich das gar nicht zu trinken. Und was man stattdessen macht, um jetzt, wenn man auf Partys ist oder wenn man mit Geschäftskollegen zum Essen eingeladen ist oder sonst was oder essen geht, um trotzdem nicht die Stimmung zu verderben, was ich immer mache, ist, dass ich mir alkoholfreies Bier kaufe. Und ich hatte jetzt auch zu Hause mal so ein alkoholfreies Bier. Seht ihr hier so ein Bitburger 0,0%, es gibt ja die mit 0,5%. Übrigens, abonniert gerne den Kanal, weil ich werde demnächst mal einen Test machen, einen Blindtest von alkoholfreien Bieren und schauen, welches am besten schmeckt. Und bleibt also unbedingt dran, denn das wird spannend. Und jetzt ist es so, dass dieses Bier leider etwas warm war. Und ich wollte es gern gestern Abend gemütlich zischen, aber leider war es warm. Und dann, einige wissen von euch auch, dass ich Energietechnik studiert habe und mich ein bisschen mit Thermodynamik befasse. Und es ist so, dass es natürlich mehr Sinn macht, das ins Gefrierfach zu legen, als in den Kühlschrank, weil es dann einfach schneller runterkühlt. Problem ist dann nur dabei, wenn man vergisst, es aus dem Gefrierfach wieder rauszunehmen. Und das ist mir passiert. Und dann gab es einen Plop heute Nacht. Und heute Morgen schaue ich in den Gefrierschrank und dann hier ausgelaufen. Aber einfach auch, es sah einfach extrem interessant aus. Es lag so da und dann der Deckel war weg und dann ist auch so ein Eisklotz ist hier rausgeragt. Das war wirklich sehr spannend, was da wohl vorgegangen ist in dem Bier. Irgendwie ist diese gasförmigen Bestandteile sind raus und haben eben Druck erzeugt. Genau. Und ihr könnt jetzt hier ein Video sehen, wo ich einen Zeitraffer habe von dem Auftauprozess. Sehr spannend. Genau, dann habe ich es auftauen lassen. Problem war, dass eben diese ganzen Nährstoffe und die Geschmacksstoffe, die waren leider alle in der Flüssigkeit, die da rausgequollen ist. Das heißt, als ich nachher das Aufgetaute getrunken habe, war das wie Wasser mit ein bisschen Geschmack. Dumm gelaufen. Ja, ich kann euch auch nur empfehlen, egal wo ihr seid, egal was ihr seid, ob ihr Mann seid oder Frau seid, ob ihr jung seid oder alt seid, fangt nicht mit Alkohol an und hört am besten damit auf. Ich habe hier einige Videos, ihr könnt schauen, wenn ihr auf meinen Kanal geht, da gibt es ein Video Alkoholgruppenzwang oder ein Video Intelligenz steigern, wo ich darauf eingehe, was für einen Effekt eben Alkohol hat und wie wichtig es ist, dass wir darauf verzichten. Es ist der einzige Grund für viele Leute, wieso sie Alkohol trinken, ist der Gruppenzwang und halt die Gewohnheit und so weiter. Und wie ihr dem entkommen könnt, habe ich einmal in dem Video erklärt, Alkoholgruppenzwang. Und eben ein Trick ist natürlich, dass ihr alkoholfreie Produkte trinkt, zu euch nehmt. Und da werde ich auch bald den Test machen. Es bleibt also unbedingt dran. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Denn wenn viele Daumen nach oben gehen, dann werden es viele Leute sehen. Und anstatt, dass sie sich dann weitere Betrink-Videos anschauen oder Gangster-Rap, sehen sie dann ein Video, das ihnen den Tipp gibt, keinen Alkohol zu trinken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Und schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, Verbesserungstipps, Vorschläge oder was ihr für eine Meinung habt zu dem Thema. Und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Woche und ganz viel Freude. Trefft euch mit euren Freunden, mit euren Verwandten, genießt die Zeit. Ja, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Seid dankbar für Gott, was er alles gegeben hat. Und habt ganz viel Erfolg in dem, was ihr tut. Und schön, dass ihr reingeschaltet habt. Die Wahrheit zählt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.